Bei Schlag den Star legt sich Turner Fabian Hambüchen mit Ex-Fußballer Rurik Gislason an. Köln, Schlag den Star, Fans können sich auf etwas gefasst machen. Denn die nächste Ausgabe der Spielshow wird zwischen zwei Größen aus der Welt des Sports ausgetragen. In den ProSieben-Ring ziehen Turnstar Fabian Hambüchen, 34, und Ex-Fußballer und Let's Dance, Gewinner Rurik Gislason, 34. Let's Dance, Gewinner Rurik Gislason will bei Schlag den Star gegen Fabian Hambüchen gewinnen. Beide konnten als Profisportler so einige Erfolge feiern und versprechen damit ein spannendes Duell. Während der Olympiasieger durch das jahrelange Kunstturnen jeden einzelnen Muskel seines Körpers gestählt hat, bewies der gebürtige Isländer in der Vergangenheit, dass er nicht nur als Kicker Talent hat. Mehr Prominews auf Ruhr24 lesen. 2021 gewann Gislason als Kandidat bei der RTL-Tanzshow Let's Dance. Seine Fähigkeiten auf dem Parkett begeisterten dabei nicht nur die zahlreichen Zuschauer vor den Fernsehgeräten. Auch die Macher der Sendung waren der Meinung, dass der gut aussehende Promi echtes Potenzial hat. Deshalb engagierte RTL Gislason kurzerhand als Let's Dance Juror. In der aktuellen Ausgabe des TV-Formats hat er bereits am Jurypult Platz genommen. Schlag den Star, ProSieben lässt Fabian Hambüchen gegen Rurik Gislason antreten. In 15 Spielen werden Fabian Hambüchen und Rurik Gislason herausfinden, wer von beiden die stärkeren Nerven hat. Denn bei Schlag den Star, wo auch schon Kathy Hummels angetreten ist, ist körperliche Fitness nicht der einzige Schlüssel zum Erfolg. Es bedarf auch Köpfchen, um den Wettkampf am Ende für sich zu entscheiden. Der Sieger darf sich am Ende über stolze 100.000 Euro freuen. Moderiert wird Schlag den Star, wie immer von TV-Star Elton 50. Für Hambüchen ist es nicht das erste Mal in der Sendung. 2016 trat der Turner gegen Comedian Bülent Ceylan, 46, an, damals entschied er das Duell klar für sich. Möglicherweise hat Gislason dem Kraftpaket dieses Mal mehr entgegenzusetzen. Wer sehen will, wie der Kampf der Profisportler ausgeht, muss am 12. März um 20:15 Uhr ProSieben einschalten.